So, hallo erstmal. Ich bin der Alfrodo und ich möchte euch heute ein kleines Tutorial zeigen über eine Eingangsfalle. Und ja, ich zeige es euch erstmal kurz. Hier ist so ein Teil vom Haus. Und ja, wenn hier einer langläuft, die Druckplatten, dann gehen erstmal die Türen auf, aber es passiert nichts. Aber wenn er dann weiterläuft, dann fällt er in Lava. Ja. Das funktioniert folgendermaßen. Da hat sich da die Türe drauf, darum ausgelöst. Ja. Ich baue es nochmal kurz auf. So, ihr habt ja da unten sind solche zweiklebrige Kolben. Und hier werden Steine hingemacht. Und da oben Sand. Wenn ihr nämlich einer drauf habt, dann fahren nämlich unten diese klebrigen Kolben raus, schnappen sich die Steine und wenn sie dann wieder reinfahren, ziehen sie die normalerweise die Steine weg. Und der Sand fällt unten rein. So funktioniert das. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Aufbau. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da und jetzt zeige ich euch einfach mal den Aufbau von der Eingangsfalle. Also, ihr grabt hier erstmal so ein Loch. Zwei Blöcke tief, 10 Blöcke lang und 6 Blöcke breit. Dann braucht ihr noch zwei klebrige Kolben. Die setzt immer Abstand von der Wand und der hinteren Wand. Zwei Blöcke und dann ein Block Abstand und dann kommt hier wieder so ein Loch rein, da ist dann später die Lava drin. Hier der ein Block Abstand und hier da drüben genau das gleiche, da kommt dann wieder klebrige Kolben. Dann wird das Ganze verkabelt, folgendermaßen. So. So, dann ist hier alles verkabelt. Und ihr müsst euch dann noch gleich überlegen, wo ihr euren Eingang oder Mauer oder weiß was ich hinbaut, wo ihr dann die Druckplatten hinbaut. Praktisch, wenn ihr sie hier oben dann hinbaut, hier oben praktisch, dann müsst ihr auch dort noch zwei Redstone anbringen, damit die Druckplatte mit dem Redstone verbunden ist. Damit die Falle auch nachher funktioniert. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt müssen wir hier nur das Loch graben. Die Tiefe ist eigentlich egal, aber es sollte Minimum 4 Blöcke haben. Aber sonst ist es eigentlich egal, wie tief ihr das macht. Das kann euch selbst, ja, selbst ausdenken. Und halt, umso tiefer ihr das macht, umso länger hält die Falle, weil wenn der Sand hier immer runterfällt, stapelt sich das irgendwann auf und der Sand kommt oben raus. Dann ist das ganze Lava weg und das bringt natürlich nichts mehr. Daher, ich würde es so tief circa machen. Ja. Dann bringen wir hier noch Lava an. So. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt machen wir einfach nur noch Sand hin, damit es keiner sieht. Die Falle und dann. Passt es schon. So, aber noch ein kleiner Tipp von mir, was ihr auch unbedingt noch machen müsst. Hier oberhalb der klebrigen Kolben müsst ihr zwei Steine anbringen. Weil wenn ihr da oben nämlich Sand ansetzt, dann verdeckt es den klebrigen Kolben und er kann dann später den Stein nicht wegziehen. Daher funktioniert dann an diesem Teil dann die Falle nicht. Darum müsst ihr an dieser Stelle zwei Steinblöcke anbringen, aber das fällt ja eigentlich dann nicht auf, wenn ihr da eine Mauer oder so hinmacht. Daher ist das eigentlich ganz gut gesichert. Ne? Jo. Und dann auch noch zwei Steine hin. So. So, dann sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir nur hier Steine anbringen. Die werden dann später von den Kolben eingezogen. So, und dann sind wir fertig.
jetzt könnt ihr hier, weiß ich, was ihr machen wollt, eine Mauer oder ein Haus, Eingang oder ja, halt irgendein Eingang soll es sonst sein, aber was ihr daneben dran machen, Hauseingang, weiß ich, das ist euch überlassen. So, zwei Vorgang und dann sind wir fertig. Ich zeige es euch nochmal kurz, läuft man da drauf, passiert erstmal nichts und dann aber, wenn man ja runter geht, dann zieht es alles rein. Wenn ihr natürlich sogar Glück habt, dann springen die Türen hier drauf und die Falle bleibt zu. Dann wird es nämlich für den, wo da reinfällt, noch schwieriger da rauszukommen oder eben gar nicht. So, das war's von mir. Ciao.